So, heute mal ein kleines Tutorial. Es geht um die permanente hohe Auslastung der Grafikkarte. Aktuell habe ich, wie gesagt, Windows 11 installiert und da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Unter Windows 10 gab es überhaupt kein Problem. Wie gesagt, unter Windows 11 habe ich jetzt dieses permanente Problem, damit die Grafikkarte eigentlich permanent am Limit läuft. Zumindest laut Anzeige. Das heißt, die Grafikkarte, wenn ich irgendwas starte, World of Tanks oder wie auch immer, irgendein Spiel, dann ist die Grafikkarte bei ca. 97, 98% Auslastung. Wenn ich natürlich dann OBS noch dazu starte, dann bricht alles zusammen. Auslöser für diesen ganzen, für dieses ganze Dilemma ist eigentlich ein Dienst, dieser Desktop-Fenster-Manager. Der ist scheinbar dafür zuständig, dass er irgendwelches Zeug über die GPU berechnet, wie auch immer. Die Einstellung ändern geht eigentlich ganz einfach. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Ich habe bloß noch nicht neu gestartet bei mir. Einfach unter Einstellungen geht man unter Bildschirm rein. Dann scrollt man etwas runter, Grafik und dann Standard-Grafikeinstellungen ändern. Und zwar ist es hier oben dieser Punkt. Hardware beschleunigte GPU-Planung, verbessert Wartezeit und Leistung. Sie müssen den PC neu starten, damit Ihre Änderungen wirksam werden. Also das muss ich noch machen. Das muss man ausschalten. Und wenn man das Ganze dann ausgeschaltet hat, dann ist die GPU, ja, Berechnung oder angezeigte GPU-Belastung wesentlich weniger. Ich mache jetzt mal einfach Neustart und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach einem Neustart schauen wir nochmal rein in den Einstellungen, Bildschirm, unter Grafik und dann Einstellungen. Ist es jetzt ausgeschalten? Man sieht auch schon, dass die GPU-Auslastung wesentlich weniger ist. Im Hintergrund läuft natürlich OBS nach wie vor. Ich habe da nichts geändert. Aber es ist halt wesentlich weniger, was überhaupt an GPU-Last dann genommen wird. Wenn ich jetzt das Fenster bewege, ist dieser Desktop-Fenstermanager auch in einem ganz normalen Bereich. Das heißt, ich habe keine extremen Auslastungen drin. Da haben wir vorhin gesehen, bei der 3D-Auflösung war extrem hoch und jetzt bin ich bei 14%. Das andere ist jetzt von Encodieren, weil ich, wie gesagt, das Video gerade aufzeichne und das Ganze umrechnen lasse. Ja. Wem das Ganze gefallen hat, der lässt gerne einen Daumen hoch und schaut vielleicht auch bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Ja, dann bis zum nächsten Video.